Die Elektromobilität ist nicht nur bei Privatpersonen in Salzburg angekommen, sondern auch bei den Firmen im Bundesland. Wir schauen uns jetzt 4 Best-Practice-Beispiele an, wie E-Mobilität im Unternehmen gelebt wird. Die Firma Quenberger zum Beispiel zählt zu den Vorreitern von E-Mobilität in der Zustellung von Waren im Stadtgebiet. Dazu haben wir Bernd Stangl einen Tag lang begleitet. Los geht es um 6.30 Uhr in der Früh mit der Beladung des Fahrzeuges. Ist ein normaler, im Prinzip ein normaler Lastwagen, nur dass er halt wesentlich mehr Drehmoment hat und durch das eher rumkommt wie ein Sportwagen. Im Sommerbetrieb kommt man im Praxistest ca. 150 km, im Winter sind es ca. 120. Also so viel Reichweite, wie sich für die Zustellung an einem Tag ausgeht. Die Leute freuen sich, weil sie ein E-LKW sehen, wo kein Ruß rausgeht. Und das ist auch ein entscheidender Grund, auf E-Mobilität umzusteigen. Aus diesem Grund ist bei Quenberger auch noch ein E-Sprinter im Einsatz. Das Wichtigste in der Früh, der Kaffee. So, jetzt sind wir fertig. Jetzt hängen wir ihn wieder an. Und dann geht's ab nach Hause. Und somit bekommt King of the Road eine neue Bedeutung.